Und hallo liebe Leute, ich bin Akumisch21, mach Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute geht's schon wieder weiter mit Dark Earth. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Oh, sorry, dass jetzt die eine Maus hier angezeigt wird. Na, sieht man die Maus, ne? Ich tue die... Ich verstehe das nicht, warum die Maus hier... ständig angezeigt wird. Jetzt tut ihr einfach auf die rechte Seite, dann sollte es schon gehen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen... bin ich mal gespannt, ob wir diesen Hüter des Feuers mit dem Bleispucker erledigen können. Let's go. Apropos, ich brauche ja eine Waffe. Und ich muss doch hinrennen zu diesen Typen. Eieiei. Okay, let's go. Arkanso, warte doch. Bleib in Deckung und lass die Spezialistin machen. Okay, ich bin mal gespannt. Hüter des Feuers, worauf wartest du denn? Du und der Hüter des Feuers, Kali, sollen zum Saal des Rahal kommen. Was? Davon hat man mir aber nichts gesagt. Beeil dich, Dorkan ist schlecht gelaunt. Dorkan? Also gut, ich geh schon. Danke. Oh, und da haut er ab. Ich dachte, ich muss kämpfen. Saal des Rahal, ne? Ich renne einfach mal hinterher. Vielleicht erwische ich den Typ noch. Nee, scheint nicht so der Fall zu sein, Leute. Der ist nicht da. Sehr komisch. Ach, scheiße. Es hat daneben mit mir gekämpft, aber gut. Dann lief es halt eben so ab. Dass der Typ weg ist. Na gut, nicht so schlimm. Da rennen wir mal wieder zu Kali. Ich hoffe, die ist nicht tot oder so. Ah, da ist sie. Das hast du fantastisch gemacht. Danke. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir hier keine Wurzeln schlagen. Bei der Gelegenheit werde ich auch diese dreckige Uniform ausziehen. Okay. Und jetzt muss ich die CD wechseln, Leute. Die guten alten Zeiten von früher. CD wechseln. Oh Mann. Okay, gut. Dann wechsle ich mal schön die CD, Leute. Und es geht gleich wieder weiter. So. Komm jetzt. Wir laufen schnell zu Danris. Okay, dann renne ich mal mit hin, ne? Waffe weg, so. Arkan, ich erkläre Danris gerade. Du hast mir was erklärt. Du bist schreiend und wild gestikulierend angelaufen gekommen und hast schneller geredet als ein Prediger auf der Tanzen. Danris, du solltest dir Arkan mal anschauen. Okay. Beim Sonnengott, Arkan, du bist... krank. Ich wollte Lori beschützen und wurde dabei durch das Gift der Finsternis kontaminiert. Also das hört man nicht gerne. Okay, dann reden wir mit ihm. Danris,
Ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Die Hüter des Feuers da oben sind hinter mir her. Es ist wahr, Donriss. Dorkan hat die Macht über die obere Stadt ergriffen. Die Hüter des Feuers haben mich ins Gefängnis geworfen. Und sie sind hinter Akan her, um ihn zu töten. Beruhige dich, Kali. Reg dich nicht auf. Und du, Akan, du weißt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Ich würde alles tun, um dir zu helfen. Okay. Ich muss das Mittel finden, um wieder gesund zu werden. Und zwar schnell. Ein Gegenmittel? Ja, da kann ich nicht sehr viel für dich tun. Wer dir hier helfen kann, ist Amal Sadak. Die Prediger haben mir da oben von einer Gruft erzählt. Von einer Art geheimem Ort, in dem sich das Mittel gegen meine Übel befinden soll. Eine geheime Gruft? Was ist denn das für ein Unsinn? Ich verstehe, dass du dich an diese Hoffnung festklammerst, aber ich glaube, die erzählen dir Geschichten, um dich zu beruhigen. Kann möglich sein. Es scheint so, als kenne mein Vater diese Krankheit. Ich war mit ihm am Tempel des Sonnengottes verabredet, aber er ist nicht gekommen. Du hast ihn nicht gesehen? Deinen Vater? Nein, er traut sich nur selten in die untere Stadt. Wenn er sich hier rumtreibt, dann bestimmt nicht freiwillig. Okay. Ich komme später nochmal zurück. Halt durch, mein Freund. Ich komme später noch. Halt. Na gut. Amal Sadak. Na gut, gut. Dann gehen wir mal zu den guten Amal Sadak, Leute, ne? Aber erstmal reden wir mal mit diesen komischen Typen. Licht sei über dir, Lumpensammler. Wer bist du denn? Hab dich hier noch nie gesehen. Denn eine Fresse wie deine vergisst man nicht so leicht. Ich heiße Arkan. Bin ein Freund vom alten Danris. Ich heiße Kubert. Ich schüttel dir nicht die Flosse, denn du könntest sie dabei verlieren. Okay. Oh Mann, ich will noch mit dir sprechen, Alter. Du kannst mir vielleicht helfen, Kubert. Mal sehen, ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Ein Lumpensammler wie ich muss sich sein Brot verdienen. Ich bin kein erleuchteter Prediger, der sich von Licht und Luft ernährt. Okay. Es ist wichtig. Ich brauche Hilfe, um wieder gesund zu werden. Aha, so ist das also. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis du zu einem echten Lumpensammler geworden bist. Du solltest vielleicht damit anfangen, dich zu waschen. Das tut aber weh, mein Freund. Eine tote Ratte, die 10 Sonnenzyklen lang im Schlamm vor sich hingefault hat, stinkt nicht so wie du. Ich suche einen Heiler in der Gegend. Von welchem Stern kommst du denn? Die einzigen Heiler, die es hier gibt, sind da oben bei den Predigern. Aber wenn wir versuchen, da hochzufahren, bekommen wir von den Hütern des Feuers einen kräftigen Tritt in den Hintern. An dir könnten sie sich die Knöchel brechen. Da hast du recht, Furzgesicht. Da hast du recht, Furzgesicht. Habt ihr eigentlich keinen Chef? Es gibt hier unten nur einen Chef, Amal Sadak. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Ich kann dich aber nur warnen. Deine Fresse gefällt ihm sicher nicht. Wer kann mir sonst noch helfen? Die anderen, die Konkaliten. Aber glaub mir, es ist angenehmer, sich von den Ratten den Arsch auffressen zu lassen, als mit den Konkaliten zu tun zu haben. Zordos ist krank im Kopf. Zordos? Ihr Chef. Er hat Amal Sadak die Stirn geboten und seitdem versteckt er sich mit seiner Bande und brütet finstere Pläne aus. Interessant. Erzähl mir ein bisschen mehr über ihn. Oh, das reicht. Ich bin kein Märchenerzähler. Na gut. Kubert, hä? Oh, hier haben wir was. Metallernäher Brustharnisch. Sehr schwer. Nein, der ist zu groß. Mit dem würde ich zu langsam vorankommen. Okay. Dann packen wir wieder ein, so. Normalerweise bräuchte ich einen Rucksack oder so, aber gut. Ist wahrscheinlich wie bei Bugs Bunny oder den Looney Tunes, dass die einfach Sachen einpacken können, wie...
wie sie wollen, sozusagen. Ah, hier ist auch wieder ein Speicherplatz, Leute. Sonnengott, gewähre mir mal deine Hilfe. hat sich mal ein bisschen länger gedauert und die Maus ist wieder da. Oh. So. Da ist jemand. Eine Frau. Licht sei über dir, Ernährerin. Und über dir. Sieht aus, als seist du in der oberen Stadt nicht willkommen. Die Hüter des Feuers haben die Plattform aber hoffentlich nicht deinetwegen blockiert. Nein, damit habe ich nichts zu tun. Mein Name ist Akam. Ich bin ein Freund des Lumpensammlers Danris. Also gut, was willst du, Akan? Falls du Hunger hast, habe ich ein paar gute Sachen zum Tauschen. Du könntest mir mehr über diesen Ort hier erzählen. Was willst du wissen? Du bist hier in der unteren Stadt. Die ist voller Lumpensammler und Ernährer, die keine Zeit mit Gesprächen zu verlieren haben. Wenn du mit mir nichts tauschen willst, kann ich nicht viel für dich tun. Tauschen? Ja, zeig mir, was du hast. Ich werde mal sehen, was ich dir geben kann. Hör mal, eigentlich will ich nichts tauschen. Wenn das so ist, kann ich nichts für dich tun. Na komm, Akan. Ich meine, wieso nicht? Tauschen wir einfach mal was. Mit dem Flakon konnten wir bisher nichts anfangen, da würde ich mal sagen, tauschen wir das. Was gibst du mir für diesen Flakon? Ist ein schönes Stück. Ich gebe dir dafür diese dicke Scheibe gesalzenes Fleisch. Einverstanden. Danke. Ah, nicht schlecht. Können wir noch was tauschen? Gucken wir mal nach. Ich glaube aber ansonsten nicht. Ich glaube, der Spiegel vom Feuer könnte man schon tauschen. Gucken wir mal. Gefällt dir dieser Spiegel vom Vorher? Schau nur. Das Licht. Ja, der gefällt mir. Ich gebe dir dafür diese Metallbüchse. Die hat mir der Lumpensammler Danris geschenkt. Er ist der Einzige, der sowas herstellen kann. Einverstanden. Danke. Verschlossene Metallbüchse. Sehr gut. Na komm, blöde Maus. So. Packen wir mal wieder ein. Dann gehen wir mal hier rüber. Da gibt's auch noch, geht's auch noch weiter. So. Da ist noch eine Frau. Licht sei über dir, Lumpensammlerin. Hast du dich verirrt? Dann bist du hier richtig, bei den Lumpensammlern. Ich heiße Akan, Freund der Lumpensammler. Das gefällt mir schon besser. Schön bist du ja nicht gerade. Wenn du dann noch Akan, Mörder der Lumpensammler heißen würdest, würde ich anfangen, mir Sorgen zu machen. Ich sehe so aus, weil ich krank bin, aber mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht. Wenn du krank bist, solltest du dich an die Heiler in der oberen Stadt wenden. In der oberen Stadt bin ich nicht willkommen. Die Hüter des Feuers sind hinter mir her. Die Hüter des Feuers? Du hast doch wohl keine Angst vor diesen Schwächlingen. Nein. Aber ich habe was Besseres zu tun, als mich mit ihnen abzugeben. Auf die Hilfe der Heiler kann ich mich auch nicht verlassen. Wenn ich gesund werden will, muss ich das Gegenmittel selbst finden. Kennst du jemanden, der mir hier helfen könnte? Für diejenigen, die wirklich tief im Dreck stecken, ist Amal Sadak die letzte Chance. Ich glaube aber nicht, dass er dir helfen wird. Warum denn nicht? Sagen wir es mal so. Die Duftfahne, die du mitbringst, könnte ihn stören, wenn du weißt, was ich meine. Wo finde ich diesen Amal Sadak? Schlag dir das aus dem Kopf. Falls du ihn treffen solltest, wird er dir nur deine Leiden verkürzen. Hör mir gut zu, ich mein's ernst. Ich will mit Amal Sadak sprechen. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Also gut. Amal Sadak lebt ein bisschen weiter da hinten. Er wohnt in einem alten Schiff. Aber wenn du da hinein willst, musst du von jemandem empfohlen sein. Von wem? Von Danris? Nein, von Delia. Das ist die Tänzerin, die hier auftritt. Maor, der Besitzer, ist nicht gerade gesprächig, aber sie kennt Amal Sadak. Wenn du sie überzeugen kannst, hilft sie dir vielleicht. Aber bei deiner Fresse übernehme ich keine Garantie. Okay.
Na gut. Ah, hier können wir auch wieder speichern. Dann gehen wir erstmal hier hin, wo die Tänzerin ist. Ach, diese Maus. So, let's go. Nicht schlecht, der Tanz. Also, was sagst du dazu, Mauer? Einfach fantastisch, Delia. Wie üblich. Ahmal Sadak und seine Männer werden begeistert sein. Gut. Ich gehe jetzt in meine Loge zurück. Ich bin müde. Okay, na gut. Dann nehmen wir uns einfach mal einen Teller mit. Und... nichts mehr zu holen. Doch, da liegt doch noch was. Eine Stuhl, eine volle, volle Flasche Stuhl? Okay. Ein gegrilltes Hähnchen. Sehr lecker. Das ist wirklich lecker. Okay, wir können mit den guten Dings hier reden. Mauer. Sei gegrüßt, Maor. So heißt du doch, oder? Eine tolle Show. Was willst du? Ich bin Arkan, Freund der Lumpensammler. Ich habe Probleme mit den Hütern des Feuers und ich brauche Hilfe. Ich verstehe, aber hier wirst du nicht finden, was du suchst. Behalt die Flasche, die du eben vom Tisch genommen hast. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Wenn du mir nicht helfen kannst, an wen kann ich mich dann wenden? Ich nehme an, dass du dich den Hütern des Feuers nicht ausliefern willst. Wenn du nichts zu verlieren hast, kannst du zu Ahmal Sadak gehen. Aber was auch immer passiert, mach einen weiten Bogen um die Konkaliten, sonst bekommst du nur Probleme. Man hört ja bis jetzt öfters, ist auf jeden Fall schon das zweite Mal, dass die Konkaliten nicht wirklich gute Leute sind. Könnte interessant werden. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Es tut mir leid, mehr gute Ratschläge kann ich dir nicht geben. Kannst du mir wirklich nicht mehr sagen? Nein, aber wenn du dich ein wenig unterhalten möchtest, geh doch zu Delia. Na gut, gehen wir mal zu Delia. Mal gucken, ob sie uns helfen kann. Wer bist du? Was willst du? Keine Sorge. Ich tu dir nichts. Was willst du denn? Immer mit der Ruhe. Ich heiße Arkan. Ich bin ein Freund der Lumpensammler. Ich weiß, ich bin nicht gerade schön anzuschauen, aber ich habe keine bösen Absichten. Du brauchst also keine Angst zu haben, verstanden? Also gut, aber wenn du mir zu nahe kommst, rufe ich Mauer. Ich hab dich tanzen sehen. Das war wirklich fantastisch. Danke, das ist nett von dir. Was willst du von mir? Ich brauche Hilfe. Die Hüter des Feuers sind hinter mir her. Kannst du mir helfen? Wenn du hier unten Hilfe suchst, geh zu Ahmal Sadak. Ahmal Sadak? Ja, er ist der größte Lumpensammler der unteren Stadt. Hier unten respektieren ihn alle. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Ich weiß aber nicht, ob er es tun würde. Wo finde ich ihn? Das ist nicht so einfach. Ich kann dich nicht so ohne weiteres zu ihm führen. Ich brauche einen Beweis deines guten Willens. Was soll ich tun? Bring mir ein Geschenk.
irgendetwas Schönes, Glänzendes. Dann werde ich sehen, was ich bei Amal Sadak für dich ausrichten kann. Glänzendes? Das haben ja schon diese alten Frau gegeben zum Tauschen. Vielleicht den Teller, warum? Ich habe vielleicht etwas für dich. Gefällt dir das? Nein, das interessiert mich nicht. Okay. Ich kann dir nichts schenken, aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Es tut mir leid, ich kann dich nicht so ohne weiteres zu Amal Sadak führen. Ich kann dir... Es tut mir... Wer da so rumtanzt. Okay. So, da sind wir erstmal rausgegangen und dann gehen wir mal zum Amal Sadak. Die Alte ist jetzt hier, oder was? Ist das alles? Ich hab die... Okay. So, Leute, dann würde ich mal sagen. Gehen wir einfach mal zu Amal Sadak. Ich weiß ja, wo der ist. Der ist hier. Okay. Hey du, hier kannst du nicht bleiben. Das ist verboten für Fremde. Okay. Reg dich nicht auf. Ich bin ein Freund der Lumpensammler. Hör mal, ich kenne dich nicht und ich habe dir nichts zu sagen. Verstanden? Reg dich nicht auf. Ich bin ein... Hör mal, verstanden? Und was ist mit denen hier? Das sieht so aus, als könnte es der Chef sein. Was spielst du da? Dieses Spiel heißt Yong. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Wie spielt man dieses Spiel? Ich habe keine Zeit, mir dein dummes Gerede anzuhören. Wie spielt man dieses Spiel? Sei vorsichtig, was du sagst. Wie? Ich habe keine Zeit. Da muss man, wenn schon, von jemandem kommen, damit die ihn überhaupt helfen können. Falls das überhaupt geht. Ist dir das recht? Egal. Was? Ist dir das recht? Egal. Ist dir... Alles klar, der Typ pennt. Der erste, den wir jetzt pennen gesehen haben. Na gut. Ich glaube, da müssen wir zum Danris. Ich würde sagen, wir spielen das heute mal ein bisschen länger. Ich meine, wieso nicht? Okay. Mal gucken, was der gute Danris so zu sagen hat. Hey, Danris! Ja, gern. Ich bin bei Amal Sadaks Versteck gewesen. Die sind ja nicht gerade gesprächig. Klar. Sie kennen dich ja nicht. Ich hätte mir denken können, dass sie dich rausschmeißen. Hör mir zu. Geh nochmal zurück und sag, du kommst von mir. Und du sagst ihnen folgende Parole. Der Mensch ist nichts als ein Spielstein, den die Hand des Schicksals mal in den Schatten, mal in das Licht taucht. Der Mensch ist nichts als ein Spielstein, den die Hand des Schicksals mal in den Schatten, mal in das Licht taucht. Genau. So können sie sicher sein, dass du zu uns gehörst. Aber pass auf. Die Typen da sind ganz schön abgebrüht. Okay. Ich komme später nochmal zurück. Halt durch, mein Freund. Okay, Kumpel. Kannst du diese Waffe reparieren? Sie ist praktisch in Ordnung. Ich weiß nicht, was ich noch machen könnte. Okay, weil
Dann Rieskönner kann auch Waffen reparieren, soweit wie es geht. Und was hältst du davon, Dan Ries? Damit kann ich leider nichts anfangen. Okay. Mal fragen, was der von der Büchse hält. Die hast du der Ernährerin da draußen gegeben, nicht wahr? Was ist das? Siehst du dieses Ding vom Vorher da hinten in meiner Werkstatt? Das ist ein sogenannter Motor. Damit kannst du eine solche Flasche entleeren oder mit Luft füllen. Die Menschen vom Vorher trockneten die Nahrung, um sie in solchen Büchsen zu konservieren. Interessant, wie das alles erzählt. Dann riss Eispickel, okay. Und was hältst du? Vergiss es, du hast... Okay. Obwohl wir einfach mal seinen Eispickel genommen haben. So. Hier bist du in Sicherheit. Glaubst du etwa, ich könnte hierbleiben und tatenlos zusehen, während dich diese Krankheit umbringt? Nein, du bleibst hier. Kali, wir sind in Lebensgefahr. Du rührst dich nicht von der Stelle, verstanden? Ich bin doch kein Kind mehr. Ich will dir helfen und beim Sonnengott, davon wirst du mich nicht abhalten. Naja, die will ihn halt trotzdem irgendwie helfen. Ich meine, ist doch klar. Ist doch sonnenklar. Aber gut. Jetzt können wir wenigstens zu dem guten Amal-Sara gehen. Da bist du ja wieder, mein Freund. Ja. Dann können wir jetzt wieder zu dem guten Amal-Sara gehen. Und in diese Parole sagen. Aber erstmal Teller geben. Was gibst du mir für diesen Teller? Dafür gebe ich dir das Gemüse hier. Eine schöne Portion. Kaum angefressen. Kaum? Alles klar. Einverstanden. Pass auf, dass du dich nicht an den Kernen verschluckst. Danke. Das ist doch schön. Denn das Fleisch... Das Essen hier... Also, das Essen hier, das werden wir später noch wirklich genug brauchen. Bei viel stärkeren Gegnern von allen, vor allem. Oder das Fleisch hier. Was haben wir denn noch so? Eispickel können wir, glaube ich, nicht geben. Das erinnere ich mich noch. Sauerstofflasche, nee. Und an Waffen können wir sowieso nichts geben. Na gut. Dann gehen wir mal zu den Amal-Sarak. Amal-Sarak, ich komme. Warte mal. Hier muss was sein. Ein Trinkgefäß aus Glas. Nichts. Können wir wahrscheinlich der Alten auch noch geben, aber das machen wir beim nächsten Mal. Die Folge ist auch bald zu Ende. Deswegen erstmal noch zum Amal-Sarak gehen. Und ja. Packt mal dieses Trinkgefäß ein. Mein Freund, ne? So, Amal-Sarak, ich komme. Ich bin wieder da. Da bist du ja schon wieder. Ja. So. Mal gucken, ob die Parole bei denen was nützt, ob er jetzt der Boss ist oder nicht. Ich habe eine Nachricht für dich. Der Mensch ist nichts als ein Spielstein, den die Hand des Schicksals mal in den Schatten, mal in das Licht taucht. Unser Poet übt sich im Gedicht aufsagen. Komm schon, verschwinde, oder ich tauch dich endgültig in den Schatten. Reg dich nicht, ich bin... Hör mal, verstanden? Oh Mann, das war auf jeden Fall anscheinend der falsche Typ gewesen. Na gut, dann wird das ja Amal-Sarak sein, okay. Ich hab eine Nachricht für dich, der Mensch... ist nichts als ein Spielstein, den die Hand des Schicksals mal in den Schatten, mal in das Licht taucht. Wie ich sehe, schickt dich eine Vertrauensperson. Ja, ich hab mit... Nein, ich brauch nicht mehr zu wissen. Du bist hier willkommen, das ist alles. Und es hat keinen Sinn, Fragen zu stellen. Okay. Ich muss wissen... Wer hier über was befiehlt, sag es mir. Immer langsam, Freundchen.
Ich fordere dich zu einer Partie Yong heraus. Wenn du mich besiegst, sage ich dir, was du wissen willst. Dafür müsste ich erst mal wissen, wie man das spielt. Ganz einfach. Du bist weiß, ich bin schwarz. Wir setzen abwechselnd einen Spielstein auf das Spielbrett. Es muss dabei mindestens ein gegnerischer Spielstein umgedreht werden. Damit du einen oder mehrere meiner Spielsteine umdrehen kannst, musst du sie mit deinen Spielsteinen umzingeln. Wenn du sie umdrehst, wechseln sie ihren Besitzer und damit auch die Farbe. Gewonnen hat derjenige, der die meisten Spielsteine auf dem Spielbrett hat, wenn alle Felder besetzt sind. Also, gib mir eine schöne Waffe und wir fangen an. Okay. Waffe. Eigentlich viele Waffen habe ich nicht. Ich habe nur 2 Waffen. Das ist nicht so gut. Ich habe zu wenig Waffen. Müssen wir wirklich um eine Waffe spielen? Das ist die Spielregel. Müssen wir wirklich das müssen das müssen wir das Hey, hoch mit dir! Hey, hoch mit dir! Wenn ich ihn jetzt umlegen würde, also auf Kämpfen Deads machen, vor allem wenn ich überhaupt auf Kämpfen Deads machen würde, dann würde Amal Sadak halt direkt sagen, hier, ich töte dich, sozusagen. Sobald ich so mache, greifen die sofort an. Das ist schon heftig bei denen. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen, wir geben noch das Trinkgefäß der guten alten Frau. Da bist du ja wieder, mein Freund. Ja, ich hab ein Trinkgefäß für dich. Wo ist es? Ja. Willst du einen Glasbecher? Dafür gebe ich dir diesen Fisch. Oh, Fisch. Einverstanden. Danke. Lecker, lecker. Lecker, schmecker. Na gut. Wir haben Fisch. Den haben wir noch in der Hand. Packen wir mal ein. Wir gehen mal noch kurz zum guten Danrich. Okay. Beide sind noch da. Das wollte ich nur schauen, weil sonst hätte man Kali irgendwo suchen müssen. Sonnengott. So, ich speicher. Und dann, Leute, ist dieser Fahrpart auch schon wieder zu Ende. Ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bin raus. Bis dann, euer Kumsi 21. Yeah!